Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier in OMSI, den Omnibus-Simulator. Mein Name ist Thomas und ich darf Sie heute auf Winsenburg 2015 begrüßen. Hallo. Es wurde sich eine Linie gewünscht, die eigentlich da so nicht wirklich, die ich jetzt gerade nicht fahre, aber ich hole sie nach. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, finde den Zettel jetzt aber gerade nicht, also ist ja wurscht. Auf jeden Fall fahre ich die auch noch, da hat er sich gewünscht, dass ich da mit dem GN2 fahre. Hier ist der GN2, den fahre ich jetzt allerdings erstmal auf einer Stadtbuslinie und nicht unbedingt auf einer Überlandkarte, weil, man weiß ja nicht so genau, wie und ob das Ganze funktioniert und es ist auch vielmehr ein Test, also ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe die Karte gerade vorhin mal installiert, könnte sein, dass natürlich wieder alte Add-ons drin sind. Auf jeden Fall ist hier schon ziemlich Action an diesem Punkt. So, weil ich bei meiner Testfahrt vorhin, die ging hier raus und dann gleich ums Eck rum, festgestellt habe, schaltet dieses Ding irgendwie nicht weiter. Jetzt muss ich das da oben, die rote Schrift, drehen lassen. Weil, die Kiste kannst du so manuell ja auch nicht weiterschalten. Und, Verspätung, bla bla bla, kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer mehr dazu. Und irgendwann, ihr kennt das leidige Thema ja. Es ist auch das erste Mal, dass ich quasi dieses OMSI spiele mit dem aktuellen Patch 2.2.13. Ich habe ja seit Februar habe ich dieses OMSI ja gar nicht mehr angepackt. Aber da kommen wir später noch dazu, warum das so war und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt noch 2 Minuten. Circa bis zur Abfahrt und ihr alle habt es wahrscheinlich mitgekriegt. Ja, leck mich am Arsch. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitgekriegt. Flug. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist ein Flugzeug der German Wings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in Frankreich abgeschmiert. Und ich möchte dann auch dazu dann noch. Moment. Ich möchte dann da halt die Gelegenheit nutzen, in dem Video auch meine Anteilnahme auszusprechen. Ich habe das Ganze ja schon auf Facebook gemacht und mein Logo werde ich jetzt nicht in Trauerfarben schwärzen, weil hört sich jetzt vielleicht banal an, aber das Leben muss weitergehen. Aber ich möchte trotzdem jetzt eine Schweigeminute einlegen. Das heißt, bitte schaltet eure Kopfhörer ab, macht einfach mal eine Minute lang nichts. Ich melde mich gleich wieder. So, das war's. Die Schweigeminute. Jetzt machen wir hier weiter in dem Text. Und wie gesagt, mein ganzes Mitgefühl ist natürlich bei dem Hinterbliebenen der Opfer, wie heute eine These breitgetreten worden ist. Hat wohl der Co-Pilot, währenddessen der Pilot pissen war, die Tür zugemacht, sodass der Pilot gar nicht mehr reinkam und hat dann das Flugzeug absichtlich, ich sag jetzt mal, runtergeholt und gegen den Dingens zerschellen lassen. Aber wie gesagt, genaueres weiß man erst, nachdem auch hier der Flugschreiber dann gelesen wurde und ausgelesen werden konnte. So, wir machen uns vom Acker. Sofern es mal grün werden sollte. Und nicht wundern, es wird hier gleich piepen, weil das ist eine enge Kurve hier. Und ich muss hier sozusagen halb rund drehen.
Wenn ich überhaupt richtig stehe. Doch, 104 hoppern auf. Stehe richtig. Grün ist auch, also Abfahrt. Hoffentlich steht da kein Auto. So, und da haben wir schon wieder den Salat. Schaltet wieder nicht weiter. Diese rote Schrift hier, die ist so zum Kotzen, oder? Doch, schaltet er doch weiter. Dann würde mich jetzt allerdings mal interessieren, warum die Ansage nicht geht. Auf jeden Fall habe ich sie eingefügt. Und wir haben Verspätung, also Gas. Guten Tag, Manfred. Ja, hier. Wiedersehen. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt. Es gab ja lange Zeit kein Video in Omsi mehr von mir. Aber das muss natürlich auch nachgeholt werden, ist ja klar. Was ist denn jetzt mit Weiterschalten? Willst du nicht? Ist kein Bock oder was? Ich weiß nicht. Seitdem der Badger drauf ist, funktioniert hier nichts mehr richtig. Außer dass ein Haufen Verspätung drauf kommt. Halt die Fresse. Also die rote Schrift hier, die irritiert mich irgendwie. Was ist hier los? Ja. Yeah. Einmal normal, bitte. Also wenn das einer weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht mal korrigieren lassen. So geht natürlich meine Verspätung immer höher. Und ich bin an einer Halte dran gefahren, wo ich gar nicht hätte halten sollen. Wenn wir uns gleich mal angucken bei der nächsten Haltestelle. Aber so geht's wieder los, ne? So geht's wieder los. So. Schauen wir mal. Das Karibi-Platz sind wir jetzt. Da, also ich fahre richtig. Aber das Ding, das... Ja, das ich habe einfach mal keinen Bock, ne? Also, wenn wir den Dienstplan abgeben... den neuen nochmal neu annehmen. 104. Ja, ihr könnt drin sitzen bleiben, wir brauchen hier raus. Was war das jetzt? Kurs 1. Mit Abfahrt da. 13:55. Nächster Halt wäre Dickenbrockstraße und sagen, okay. So. Ja, das ist richtig. So. Dickenbrockstraße. Da sind wir sogar noch pünktlich. So machen wir das. Und jetzt haben wir eh wieder keine Fahrgäste drin. Ich hoffe mal, dass das Ding jetzt dann trotzdem nur weiterschaltet, weil ansonsten kriege ich noch ein Raster. Aber es ist ja sowieso schon ein neues Omsi 2 Update geplant. Was demnächst rauskommt. Ein Patch für alle Windows XP User. Wie gesagt, ich habe es ja so nie gesehen. Ich habe es wirklich nie gesehen. Weil ich nutze kein XP mehr. Weil es ist schon lange raus, ne? Also schon lange alt. Und ja, soll wohl auch andere so Probleme geben, dass wenn man sich, wie gesagt, ich habe das nur durch Lesen rausgefunden. Dass wenn man sich hinspawnt oder so, ne, mit seinem Bus, dann quasi in der Luft spawnt. Das ist natürlich auch keine optimale Lösung, ne? Um es mal so auszudrücken. So. Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Ja, hier. Hey, geht dazu!
So, dann haben wir die Fahrkarte, Wechselgeld und tschüss. So, ich habe natürlich wieder mein OMSI komplett einstellen müssen, also von der Grafik her, weil man war ja der Meinung, man muss es ja mit dem Patch alles umstellen. Backups und so habe ich ja nicht gemacht, weil wie gesagt, also Patch ist ja schon etwas länger raus, aber wie gesagt, ich spiele jetzt zum ersten Mal wieder seit einer ganz, ganz, ganz langen Zeit. Weil, dann fangen wir am besten gleich damit an. Ihr wisst ja noch, dass ich die Wochen ein Video rausgebracht habe. Liederauer Platz. Wo ich nicht hängen bleiben, bitte nicht hängen bleiben. Wo ich gesagt habe, was mich so aktuell ein bisschen stört. Und der Zuspruch zu diesem Video, muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr hoch. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, um es mal so auszudrücken. Und erstmal da vielen, vielen, vielen Dank für euren Zuspruch und so weiter und so fort. Unter anderem auch teilweise von YouTube-Kollegen oder Kolleginnen, die, wo sie schon ein bisschen aufgeregt worden ist und so weiter und so fort. Ja. Man muss sich hier doch ein bisschen konzentrieren. Ich bin schon ewig nicht mehr gefahren. Merkt man das? Hallo. 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 Durchgehen bitte nach hinten. Dankeschön. Und ja, ich habe dann auch viel überlegt, wirklich lange überlegt, ob ich jetzt nochmal ein Video bringe. Theatersaal. Oder ob ich es einfach bleiben lasse. Mit OMSI. Und bin dann halt auch zu dem Entschluss gekommen, dass natürlich mit OMSI weitergehen muss. Das bin ich euch als Abonnenten, als treue Abonnenten teilweise, schuldig. Auf jeden Fall schuldig. Und von daher geht's jetzt weiter. Ich werde jetzt natürlich nicht mehr jeden Tag ein Video rausbringen. Da bitte ich um Verständnis. Das ist mir einfach zu viel. Hallo. Arbeit und da muss ich mir halt leider die Zeit nehmen und darüber nachdenken, dass jetzt so sinnvoll ist und so weiter und so fort, jetzt da weiterzumachen und so weiter, weil es nimmt ja Ausmaße an, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, die ja fast nicht mehr tragbar waren zu dem Zeitpunkt, weil man überlege sich, man wird ja beschuldigt, man ist derjenige, der die komplette OMSI-Community auseinandergerupft hat. So zum Beispiel hat das auch OMSI-Report geschrieben, dass ich dran schuld wäre, dass seine Seite nicht mehr so, also dass er da keinen Bock mehr hat, weiterzumachen. Und ganz ehrlich, so einen Schuh muss ich mir eigentlich nicht anziehen. Klar, ich bin einer, der sagt, was er denkt und zieht das dann auch entsprechend durch. Und Landgericht, Alheimer Straße. Die Ampeln habe ich heute nicht gern. Überhaupt nicht gern. Naja, und auf jeden Fall war das halt, sind das viele so Punkte. Ich war zwar nie komplett weg, ich habe immer so ein bisschen mitgelesen, aber so richtig jetzt mit Herzblut dabei, nee, war ich nicht, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, es bringt dir nichts, es bringt euch auch nichts, wenn ich da jetzt ein Video mache, weil ich ein Video machen muss. Also das merkt man doch direkt, dass das nicht, dass das gestellt ist und nicht wirklich sauber produziert ist, sag ich jetzt mal, mit vollem Elan. Ne? Und deswegen habe ich mir einfach die Zeit genommen, da jetzt entsprechend wieder neu anzufangen, wenn man das so will. Ich meine, ich bin jetzt hier auch schon wieder über die 100. Folge, da ist auch schon eine Menge Zeit, die ich da schon wieder investiert habe in OMSI 2. Und es wäre schade gewesen, wenn ich komplett aufgehört habe. Das war mir von Anfang an klar. Aber ich weiß ja nicht, wie es euch gegangen wäre. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben.
wie es euch gegangen wäre, wenn ihr ja da immer Mittelpunkt geworden wäret, obwohl ihr gar nichts damit zu tun habt. Ne? Also, das würde mich mal interessieren. Hey, schon wieder so eine scheiß rote Ampel. Und Randstein, Randstein. Und für die Leute, die jetzt wieder glauben, ja, ich fahre hier ohne Kollision. Das stimmt nicht, ich fahre voll mit Kollision. Fahren habe ich zwar ein bisschen verlernt, aber mit meinem schönen G27 kann ich nur umgehen. Nee. Auf jeden Fall werde ich so ziemlich, also wenn wir da jetzt mal weitermachen, wie gesagt, um sie versuchen, jede Woche zumindest ein Video rauszubringen. Im Optimalfall kommen zwei die Woche. Das heißt also, ist nicht vorbei. Da können sich die Leute, die jetzt meinen, sie könnten in meine Fußstapfen reintreten, tja, hat der Pech gehabt. Geht nicht. Und ich werde auch so schnell nicht mehr aufhören. Also die Kommentare, wie gesagt, die interessieren mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Aber man kommt irgendwann so an den Punkt, wo man dann wirklich sagen muss, beziehungsweise auch sich die Frage stellt, bringt das überhaupt noch was? Macht das noch Spaß für einen selber, hier Omsi-Videos zu bringen? Ich meine, die Patches sind nicht unbedingt die besten. Dann gibt es Beef ohne Ende in der Community, innerhalb der ganzen Community. Und das ist auch nicht sauber, muss man sagen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal so gucken muss, das ist ja das auch das Update schon drin für das 3-Generationen-Addon. Das sind, also, das mit dem Türfehler, ist nicht schlecht gemacht. Ja, du stehst hier richtig schlau, Meister. Ey, fährt der mir rein da hinten oder was? Ey, komm, bist du bescheuert oder wie? Bleib da jetzt nicht stehen wegen dir, du Pflaume. Da könnte ich schon wieder ausrasten hier. Diese KI, da ist nichts besser geworden, gar nichts. Aber ihr könnt natürlich alle gerne aussteigen. Steigt ruhig aus. Wiedersehen, ich brauche euch eh nicht. Ich krieg mein Geld auch ohne euch. Wiedersehen. Das sage ich immer wieder, schlecht gelaufen, also schlecht gefahren als gut gelaufen, ne? Also das müssen wir sich da mal. Naja. Ich sag da nichts mehr zu. Du bist auch so ein bisschen lebensmüde hier, ne? Ja, ja, ja. Von unverlorenen Fähren Straftat, bla bla bla. Aber man muss schon sagen, also die Performance, die hat sich durch den Patch tatsächlich verändert, und zwar im positiven Sinne. Ich habe jetzt ja fast 40, 50 FPS durchgängig, trotz Aufnahme mit Flaps. Ja, ihr könnt mich jetzt anschreiben, wie ihr wollt. Ich habe keine Zeit. Doch, jetzt habe ich kurz Zeit. Hallo. Was ist denn hier schon wieder für eine Attacke? Spiel, dann das, dann jenes. So. Alleine erledigt. Warum ich alle Türen aufgemacht habe, weiß ich auch nicht. Und immer diese Handyschreiberei während einem YouTube-Video. Dillenburg. Dillenburg. Und ich habe natürlich ordnungsgemäß, das sieht man jetzt leider nicht, aber es kommt wieder ein Omsi-Facecam-Video. Habe ich den jetzt mitgenommen? Ich habe den, glaube ich, mitgenommen. Du kannst aussteigen, wenn ich stehen bleibe, ne? Damit das mal klar ist. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe immer den Ganghebel in der Hand. Ich versuche immer noch zu schalten. Was total bekloppt ist, aber so ist es halt leider. Dann steigt jetzt aber auch schnell aus und ein, weil Hallo. Ich muss los. Verspätung! Und
den Manfred, den grüße ich nicht, ne? Das wisst ihr ja schon. Vielleicht sollte ich auch mal so einen Manfred-Counter einbauen, ne? Ich habe ja schon einmal so einen Blach-Counter gemacht, aber vielleicht sollte ich auch mal so einen Manfred-Counter machen. Jo, Postamt. Aber ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dabei, meine Videos zu gucken und freut euch auch darüber, dass es hier weitergeht. In altgewohner Manier. Ständig am Aufregen. Ständig am Durchdrehen. So. Bitte, bitte vorne einsteigen. Ich danke Ihnen Hallo. Vielmals. Kriegt die Verspätung, glaube ich, nicht los. Also das muss man sagen, das Update, das hat sich schon gebracht. Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Oh, da sind wir sogar schon da. Ja, mit ganzen 5 Minuten fast Verspätung. Wenn wir da ankommen. Ja. Nicht abkacken. Dankeschön. Ich habe wohl gelesen, beziehungsweise, dass die Mikroruckler wohl weg sein sollen, aber hä? Sorry, ich merke nichts davon. Und vielleicht habe ich meine Grafik auch so hoch gedreht, dass es dann mit meinem 4 Jahre alten Prozessor nicht mehr ganz zu backen ist. Aber schauen wir mal. Das ist auch noch interessant. Guckt euch das mal an. Vorne ist er repainted, hinten nicht. Das haben sie immer noch nicht behoben. Ich weiß nicht, ob das an meiner Installation liegt. Oder an OMSI selber. Das müsste man noch herausfinden. Wieso fährt ein Auto zum Hauptbahnhof hoch? Was ist denn da los? Da kann irgendwas nicht stimmen. Und ja, Leute, ihr fragt mich ja ständig an, ob ich den auch wieder mal Gladbeck zeigen werde. Ja, ich werde Gladbeck zeigen. Wenn die Version 6 raus ist, werde ich sie zeigen. Ich bin leider nicht. Außer keiner davon, der die Karte vorab kriegt. Das ist aber ganz gut so, muss ich sagen. So, da haben wir es ja alles geschafft. Verspätung ist auch noch einigermaßen okay. Dann gucken wir uns die ganze Kiste von außen nochmal an. Und bedanke mich in dem Falle fürs Zugucken, liebe Leute. Man sieht sich auf jeden Fall in einem weiteren OMSI-Video von mir wieder. Ich werde das Video vielleicht sogar heute noch, also Donnerstag haben wir heute, vielleicht sogar noch hochknallen und dann mal gucken, wie die Reaktion da drauf ist. Kommentiert fleißig, wünscht euch wieder Linien, es geht weiter. Und ich sage bis dahin. Haut rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Thomas. Ciao, ciao.